Sicherlich auch die Flüchtlingspolitik. Vor 2 Jahren kamen Hunderttausende. Und jetzt wollen ja Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien, dass Afrikaner auf der Flucht ihre Asylanträge schon in Tschad oder Niger stellen. Und wir wollen über all das und mehr sprechen mit Dietmar Bartsch, dem Fraktionschef und Spitzenkandidat der Linkspartei. Schönen guten Morgen. Guten Morgen, ich grüße Sie. Der Flüchtlingsgipfel von Paris, da rechnet sich auch selbst an, dass die Menschen jetzt nicht mehr im Mittelmeer ertrinken. Das ist ja nicht falsch. Nein, das ist sehr gut. Es ist ja schlimm, dass täglich dort Menschen ertrinken. Das ist ein Armutszeugnis für Europa und das dürfen wir nicht zulassen. Ob allerdings diese Ergebnisse dazu beitragen, dass man das verhindert, das bezweifle ich. Wenn man Libyen als einen Staat, mit dem man zusammen agieren will, sieht, sehe ich das als hochproblematisch an. Dieser Staat ist nicht nur instabil, es gibt nicht mal eine Zentralregierung. Also ich glaube, da wurde viel geredet, auch mit Blick auf den deutschen Wahlkampf. Aber das, was eigentlich notwendig ist, ernsthaft Fluchtursachen zu bekämpfen, da sehe ich immer noch Fehlanzeigen. Dietmar Bartsch, wir schauen und hören uns noch mal gemeinsam an, was die Kanzlerin insgesamt zur Flüchtlingskrise gesagt hat bei der Sommerpressekonferenz. Dann müssen wir Abmachungen mit den verschiedenen afrikanischen Staaten über Entwicklungshilfe, über Bekämpfung von Fluchtursachen vor Ort, über bessere Finanzierung der Flüchtlingslager innerhalb Afrikas finden. Aber das sind die Maßnahmen, die wir haben müssen und die sind dem gleichen Geist entsprungen wie die Hilfe in einer humanitären Ausnahmesituation und Notlage. Und sie sind davon geleitet, dass wir uns eben nicht einfach abschotten können und einfach so weitermachen können, sondern dass wir nur selber auch in Wohlstand und Sicherheit werden leben können, wenn wir über den Tellerrand schauen und uns mit unserer Nachbarschaft und ihrer wirtschaftlichen Entwicklung befassen. Dietmar Bartsch, Spitzenkandidat der Linkspartei. Da muss ich noch mal nachfragen. Ihre Co-Spitzenkandidatin Sarah Wagenknecht hat ja dann auch gesagt, nicht alle Flüchtlinge können zu uns nach Deutschland kommen. Wie ist denn Ihre Linie jetzt in Ihrer Partei? Was bekommt man denn, wenn man die Linkspartei wählt? Also wir haben da eine einheitliche Linie, das kann man umfänglich im Wahlprogramm nachlesen. Ich sage nochmal, der Kern ist, das wäre wieder ein Geeire von Frau Merkel. Wissen Sie, wer das sagt und gleichzeitig Waffen in alle Welt exportiert, der zum Beispiel nach Saudi-Arabien Waffen liefert, die einen blutigen Krieg im Jemen führen, wo dann Flüchtlinge zu uns kommen werden. Und ich kann diese Palette fortsetzen. Das ist unglaubwürdig, das soll die Leute einschläfern, aber da müssen wir endlich hin. Wir müssen dafür sorgen, dass jeder Mensch, da wo er geboren wird, seine Fähigkeiten und Fertigkeiten entfalten kann. Das ist linke Politik. Und nicht die Frage, wie viel wir nehmen oder so. Das ist eine unsinnige Frage, die die Rechtsradikalen und die manchmal auch die Union bedienen. Das wollen wir ausdrücklich nicht. Zu Ihrer Haltung in der Außenpolitik können wir gleich noch mal sprechen. Jetzt in den Fokus wollen wir nehmen die Situation der Armut in Deutschland. Der Paritätische Wohlfahrtsverband ist da die Bundesregierung angegangen, hat gesagt, das ist ja unsäglich, dass da nichts gemacht wird, obwohl die Konjunkturlage so dermaßen gut ist. Weiter so. Dieses Mantra trägt die Kanzlerin gerne vor sich her. Im Wahlkampf und gestern bei der traditionellen Sommerpressekonferenz. Denn Deutschland geht es gut. Irgendwie. Alles schick also? Nein, sagt die Statistik. Denn das Armutsrisiko in Deutschland bleibt unverändert auf einem Rekord hoch. 15,7% der Menschen sind hierzulande von Armut bedroht. Besonders gefährdet Arbeitslose und Alleinerziehende und vor allem ihre Kinder. 20,2% der Kinder, also jedes fünfte Kind in Deutschland, wächst mit dem Risiko auf, arm zu werden. Alles schlecht also in Deutschland? Nein, denn die Statistik sagt nicht, wer wirklich arm ist, sondern nur, wer arm werden könnte. Und arm heißt qua Definition weniger als 60% des mittleren Einkommens der Gesamtbevölkerung oder ganz konkret 969 Euro pro Monat für einen Ein-Personen-Haushalt. Darunter auch fast jeder Student, nicht gerade der Prototyp von Armut. Alles also eine Frage der Definition. Dietmar Bartsch, Spitzenkandidat der Linkspartei. Nun gibt es aber eben diese Definition und demnach sind fast 16% in Deutschland von Armut bedroht. Es gibt also eine große soziale Schieflage, wenn man so will. Wieso punkten Sie da nicht stärker mit Ihrer Partei?
Erstmal punkten wir und wir kämpfen ja auch im Wahlkampf. Es gibt eine Situation, Frau Merkel sagt dann so einen Satz, ich habe einmal Herrn Schulz erwähnt. Sie sollte mal die Probleme erwähnen. Sie hätte mal über dieses Thema Armut reden sollen. Das ist doch unfassbar, dass in unserem Land 20% der Kinder armutsgefährdet sind. Weil immer dazugehört, dass wir auf der anderen Seite einen obszönen Reichtum haben. Die Zahl der Milliardäre steigt und Kinder in Armut. Da ist doch was schief. Das ist doch Aufgabe staatlicher Politik zu steuern und eine Balance herzustellen. Das ist nicht der Fall. Ich finde es ein Armutszeugnis für Deutschland, dass überhaupt Kinder von Armut bedroht sind und dass im letzten Koalitionsvertrag dieses Wort Kinderarmut gar nicht vorkam. Das finde ich sehr, sehr schlimm. Und wir haben uns da sehr als Linke engagiert. Ich habe selber ein Netzwerk gegen Kinderarmut angeregt und wir arbeiten dort intensiv. Das ist erfolgreich, auch in Bundesländern. Da muss was geschehen. Und ich finde, da muss konkret gehandelt werden. Kindergelderhöhung, eine Kindergrundsicherung. Kinderarmut ist häufig Elternarmut. Das sind Dinge, die man angehen muss. Und da passiert viel zu wenig. Ich muss noch mal nachfragen. Sie benennen all diese Probleme. Sie fordern dies und Sie fordern das und fahren trotzdem in den meisten Umfragen immer unter 10%. Das kann ja nicht Ihr Anspruch sein, wenn Sie drittstärkste Fraktion werden wollen. Wir wollen drittstärkste Fraktion bleiben und wir wollen zweistellig werden. Das ist unser Anspruch. Das wäre eine Steigerung zum letzten Mal. Das ist auch unser Ziel. Ja, ich könnte mir mehr wünschen. Ehrlich gesagt, ich verstehe gar nicht, wieso wir nicht viel mehr haben, weil wir Lösungen anbieten in unserem Land. Jetzt ist Wahlkampf. Jetzt wird darum gekämpft, dass wir das hinkriegen. Es geht darum, dass es einen Wechsel in der Politik gibt. Und ich wünsche mir, dass im Wahlkampf intensiver über diese Probleme, die in Ihrem Bericht angesprochen worden sind, auch wirklich geredet wird und dass wir es schaffen, die Lösungsvorschläge miteinander zu diskutieren. Dieses oberflächliche Gerede von Frau Merkel, die im Schlafwagen in ihre vierte Kanzlerschaft kommen will, das ist nicht zu akzeptieren. Da sagen ja viele, bei den sozialen Themen, da können Sie mitgehen, wenn die Linkspartei dies und das sagt oder dies und das fordert. Aber was die Außenpolitik anbetrifft, wenn man sich diesen Radikalpazifismus anschaut, das ist doch total weltfremd. Muss man das nicht überdenken, wenn man irgendwie so stark werden will, wie Sie es werden wollen? Also Radikalpazifismus kann ich nicht feststellen. Wir müssen das nicht überdenken. Wir machen unser Angebot. Ja, das wäre eine deutliche Kurskorrektur. Ich sage noch mal. Wer Waffen und Soldaten in alle Welt schickt, der braucht sich nicht wundern, wenn Menschen hierher kommen. Das muss korrigiert werden. Wer so mit der Türkei umgeht und immer wie auch gestern redet, es muss konkret etwas passieren. Warum liefern wir denn den Despoten weiter Waffen? Warum sind überhaupt noch deutsche Soldaten da? Und da kann ich viele Punkte wirklich nicht nur benennen, wo sich etwas verändern muss, das zu reduzieren auf die Frage der Auslandseinsätze. Ja, die Linke wird keinen Kampfeinsätzen zustimmen. Das ist unser Prinzip, weil sie nirgendwo etwas gebracht haben. Afghanistan nach 15 Jahren, Millionen dort versenkt, tote deutsche Soldaten, Zehntausende tote Zivilisten und das Ergebnis? Afghanistan ist die Situation heute schlimmer als vor 15 Jahren. Das kann doch nicht so fortgesetzt werden. Deshalb, wir brauchen wirklich einen Wechsel in der Politik, auch in der Außenpolitik deutliche Korrekturen. Darum geht es bei der Wahl am 24.09. Sagt der Spitzenkandidat der Linkspartei, Dietmar Bartsch. Vielen Dank für den Besuch hier bei uns.